Immer wieder in diesen Tagen schwappen natürlich die Begriffe Inflation, Rezession, eventuell sogar Stagflation auf. Was jetzt tun in dieser Situation? Wie kann ich mein Vermögen dementsprechend zu diesen Zeiten nicht nur erhalten, sondern schützen? Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Und einer, der sein Vermögen sicherlich schützen wird, das ist der Dr. Franz Hölzel von Auvesta Edelmetall AG. Ja, Herr Dr. Hölzel, wir hören es. Die Begriffe, sie sind Ihnen bekannt und vor allen Dingen dazu halt eben noch erhöhte Zinsen, ob durch die Europäische Zentralbank oder halt eben auch die Federal Reserve. Was jetzt tun? Ist Gold für mich ein Inflationsschutz? Herr Knauf, Dankeschön erstmal für das Interview. Ja, Gold ist immer ein Schutz. Wir haben es gesehen. Vor Jahren schon haben wir propagiert, wenn es zu politischen Verwerfungen kommt, dann haben Sie hoffentlich Gold im Portfolio, um Ihr Anlagemix auszubalancieren. Im Februar haben wir gesehen, dass das tatsächlich gestimmt hat, auch wenn es lange Jahre viele nicht glauben wollten. Jetzt kommt die Inflation, die lange totgesagt war, von der politischen Seite aus wohlgemerkt, von der Wirtschaftsseite aus schon lange erwartet wurde. Ja, jetzt ist meine Frage, wieso soll da in dieser Situation Gold ausgerechnet versagen, wo es doch in vergangenen Inflationsszenarien seinen Ruf, seine Eignung als Sicherungsinstrument hervorragend unter Beweis gestellt hat? Es gibt aus meiner Sicht keine fundamentalen Anzeichen, dass es diesmal anders sein könnte. Das heißt also, auch die steigenden Zinsen in der Eurozone oder vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, Jerome Powell dreht ja ordentlich an der Zinsschraube nach oben, sind da kein Hindernis, streben da nicht entgegen, tatsächlich in Gold zu investieren? Nein, definitiv nicht. Kapital ist flüchtiger als ein Reh. Es geht immer dorthin, wo der größte Ertrag zu erwarten ist. In Zeiten der Nullzinsen waren das Edelmetalle. Wir haben jetzt wieder Zinsen. Diejenigen, die nicht auf lange Sicht investieren wollen, sondern kurzfristige Erträge generieren wollen oder müssen, schichten damit logischerweise einen Teil ihrer Assets um. Ist ein völlig normaler Vorgang. Die EZB muss nachziehen, weil wir haben es an den Wechselkursen Euro-Dollar gesehen. Der Zinsschritt in den USA, schon der erste, hat wesentlich Kapital aus der Eurozone abziehen lassen und damit den Wechselkurs gedrückt. Und jetzt der zweite Zinsschritt gestern. Ja, wenn da die EZB nicht nachzieht, dann haben wir wirklich ein Problem in der Eurozone. Ja, aber es scheint ja mittlerweile wirklich so zu sein, dass selbst Christine Lagarde, die EZB-Chefin, da tatsächlich mittlerweile aufgewacht ist. Vielleicht ein bisschen spät, wie so manch einer rügt, aber sie hat auf jeden Fall anscheinend die Zeichen der Zeit erkannt. Kommen wir nochmal ganz kurz auf Euro-Dollar. Da haben wir ja dem letzten Mal Parität gehabt. Der Dollar dementsprechend stark, der sogenannte Greenback. Ja, und zur gleichen Zeit haben wir den Goldpreis aber auch so ein bisschen fallen sehen. Da hat man dann eher den Dollar als sicheren Hafen erlebt. Wird sich dieses Szenario in Zukunft wiederholen oder war das tatsächlich eher ein Trugschluss? Ich denke nicht, dass das damit zusammenhängt. Ich denke eher, dass es eine etwas Normalisierung war. Wir hatten ja Anfang des Jahres massiv steigende Nachfrage nach Gold und damit Angebot und Nachfrage, massiv auch steigende Kurse, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Und jetzt hat sich gezeigt, die Ukraine steht stabiler da, als man geglaubt hat. Die Europäer und Amerikaner, USA, haben wieder Schulterschluss geübt. Also genau das Gegenteil von dem, was Putin, was der Kreml erwartet hat. Damit sind die Märkte, viel Aufmerksamkeit, viel Aufregung aus den Märkten wieder raus. Das war für die Edelmetalle, insbesondere Gold, weil das andere, die Industriemetalle, hängen ja mehr von der Produktion ab, eigentlich ein Feuer, das eine Zündung in den Preisen gemacht hat. Das, was da in den Preisen hochgegangen ist, haben wir noch lange nicht wieder verloren. Wird meiner Ansicht nach auch nicht wieder passieren. Ich denke, wir sind jetzt auf einem Gleichgewichtsniveau im Markt angekommen. Diejenigen, die abziehen wollten, haben das zum größten Teil schon getan, sind
in Zinsanlagen gegangen. Ja, und für einen Privatanleger bleibt eigentlich nur die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zu kaufen? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort und die besteht aus genau einem Wort: immer. Täglich gute Kaufkurse, das hören wir also auch von anderen Analysten und Marktkennern, die sagen, der Aktie ist es egal, an welchem Tag du sie kaufst. Letztlich, Hauptsache, du hast sie in deinem Portfolio. Beim Thema Gold und sicherer Hafen, die jüngere Generation ist ja so ein bisschen übergegangen, Kryptowährungen, sprich den Bitcoin, als sicheren Hafen zu sehen. Nur wenn ich mir das Szenario anschaue, im November bei 69.000, dann jetzt rund um den Markt etwa bei 20.000, auch mal ein bisschen tiefer. Ja, da scheint ja irgendwie die Hoffnung dann doch eher vorbei zu sein, dass man tatsächlich auch Kryptowährungen dementsprechend als Inflationsschutz oder sogar als sicheren Hafen bezeichnen kann. Ja, also wenn, dann ist eine Währung zunächst einmal ein Zahlungsmittel. Eine garantierte Währung, die wo ein Staat dahinter steht, ist auch Wertaufbewahrungsmittel. Aber wer garantiert bei einer Kryptowährung? Das sind, die Technologie nennt sich Blockchain. Zwei Worte, Block und Chain. Chain ist die Kette und Block ist die Information, die Dateninformation. Und die Blockchain, also die Kryptowährung, basiert darauf, dass ich jede Transaktion als Einzelblock an die Kette anhänge. Damit habe ich, damit wird immer geworben, eine Begrenztheit. Begrenztheit durch die Rechnerleistung, durch die Rechenzeit und durch den Energieaufwand, den ich reinschieben muss. Ich prophezeie, dass diese ganzen Kryptowährungen ein Riesenproblem bekommen, wenn die Quantencomputer serienreif sind und nicht mehr nur in Forschungseinrichtungen betrieben werden. Weil dann habe ich eine Rechenleistung, die nicht nur im Faktor 10, sondern eher im Faktor 100 bis 1000 höher ist. Das vergleiche ich immer gerne mit dem, unsere heutigen Smartphones haben mehr Speicherplatz und mehr Rechenleistung, als die Apollo-Astronauten in den 60er Jahren zur Verfügung hatten für einen Mondflug. Heute nutzt das jeder. Und sobald diese Quantencomputer marktreif sind, sind die Blockchains plötzlich nicht mehr begrenzt. Also da spätestens wird meiner Ansicht nach der Mythos fallen. Aber Sie hätten jetzt keine Ängste oder Befürchtungen, dass Gold dementsprechend in Krisenzeiten vielleicht auch ein bisschen seinen Glanz, sein Gloria verlieren könnte? Nein, absolut nicht, weil anders als die Blockchain-Technologie, die durch eine neue Technik hintendran plötzlich einen Teil ihrer Basis verliert, wird ja Gold nicht plötzlich einen Teil seiner Basis verlieren, weil wir können nicht plötzlich noch mehr Gold aus diesem Planeten rauspressen. Wenn wir, was manchmal in Träumen aufscheint, Gold auf dem Mond schürfen oder auf einem Kometen, dann ist das ja nicht einfach nur da, sondern ich muss ja investieren, muss ja Arbeitsleistung, Geldleistung zur Verfügung stellen, um das herzubringen. Das rentiert sich also nur, wenn der Preis eine entsprechende Grundlage dafür bietet. Sonst mag das Gold zwar dort sein, aber es holt sich schlichtweg niemand. Weil soll ich nur, um Gold zu haben, Geld hinterher schießen? Das wird niemand tun. Also aus dem Grund, allein die physische Begrenztheit von Gold, und wenn sie das Zehnfache vom heutigen Volumen sein sollte, garantiert immer einen Mindestmarktpreis. Sonst ist es eben einfach nicht verfügbar. Das heißt also, Gold wird dementsprechend dann auch immer dann auch stabil bleiben. Zum Abschluss gefragt, wenn ich mich jetzt für Gold entscheide, für Münzen oder für Barren zum Kaufen, dann geht es ja auch immer so ein bisschen darum, wo bewahre ich das Ganze so auf, dass es natürlich auch sicher für mich ist. Welchen Ratschlag haben Sie da, Dr. Hölzer? Das ist sehr mental abhängig, mentalitätsbedingt des Käufers. Mancher sagt, sicher ist nur das, was ich in meiner eigenen Hosentasche habe, was ich zu Hause liegen habe, denn es könnte ja sein, dass der Tresor in der Bank plötzlich nicht mehr zugänglich ist. Es könnte ja sein, dass, wenn ich es bei einem professionellen Lagerer lagere, die Elektrizitätsversorgung ausfällt und der dann durch die Sicherheitsschleusen nicht mehr in sein eigenes Lager reinkommt, um es mir rauszugeben. Ein anderer sagt, zu Hause, wenn bei mir eingebrochen wird, ist es weg. Es muss natürlich auch so gelagert sein, wenn ich zu Hause habe, dass es die Erben finden. Das sind Abwägungssachen.
Also ich sage immer, ein Handbestand muss man sofort verfügbar haben. Und wenn man wirklich größere Mengen hat, dann sollte man die professionell lagern lassen. Versichert, Hochsicherheitslager, elektronischen Zugang, dass ich jederzeit verkaufen kann, dass ich jemanden habe, der es auch zum jeweils aktuellen Ankaufskurs in Zahlung nimmt und mir das Geld idealerweise am gleichen Bankarbeitstag noch auf mein Konto überweist. Das heißt, ein paar Grundvoraussetzungen muss man schon einhalten. Ganz kurz zum Abschluss gefragt, für Sie, Herr Dr. Hölzel, lieber Barren oder lieber Klein-Krügerrand? Auch das ist eine Mentalitätsfrage. Wenn ich davon ausgehe, dass ich damit irgendwann bezahlen will, dann sollte ich der Nachprüfbarkeit im Internet wegen, da kann nämlich jeder sehen, wie muss das Ding aussehen, eine Münze bevorzugen. Wenn ich aber Anlage will, um mein Vermögen, das ich heute erarbeitet habe, geronnene Lebensarbeitszeit, in die Zukunft zu transferieren und dort wieder abzurufen, egal in welcher Währung dann auch immer, dann ist der Barren, weil einfach wesentlich weniger Kosten drauf liegen, das Mittel der Wahl. Also meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Dr. Franz Hölzel von Auvesta Edelmetalle AG. Ja, Gold, der Schimmer, der Ruhm und vor allen Dingen das, was man alles damit machen kann, letztlich scheint tatsächlich nie zu vergehen, schon gar nicht in Krisenzeiten. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.